mir geht es ganz gut. Mittlerweile bin ich relativ viel am Platz, bin nicht nur in der Kraftkammer oben. Macht natürlich mehr Spaß, wenn es harte Arbeit ist. Aber es gehört einfach dazu und ich hoffe, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen dann wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Auf der Tribüne sitzen macht absolut keinen Spaß. Aber wenn du die Jungs in der Kabine siehst, die gehen am Platz raus trainieren und du gehst in die Kraftkammer rauf und machst deine Übungen mit den Physios. In meinem Fall ist es Gott sei Dank nicht so schlimm wie beim Scheuß zum Beispiel oder wie es der Chinky gehabt hat. Von dem her ist es mental nicht so schlimm, aber natürlich will man spielen. Man trainiert, um am Samstag oder Sonntag dann im Stadion vor den Fans zu spielen und natürlich juckt es schon ziemlich. Der Michael hat einen Innenbandriss erlitten im Knie vor jetzt ziemlich genau 5 Wochen. Ihm geht es richtig gut. Er hatte 4 Wochen eine Schiene. Wir sind seit einer Woche am Platz draußen, er kann schon mit dem Ball arbeiten. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass er zumindest zu Länderspielball zurückkommt, wenn alles sehr gut läuft, dann bis zum Sturmmatch, dass er die Woche davor trainieren kann. Und der Heilungsverlauf ist eigentlich wirklich komplikationslos. Jetzt dabei war ich jetzt, glaube ich, schon seit 3 Wochen am Platz. Habe immer Teil mit der Mannschaft mittrainiert. Wir haben das Taktische, wurde ich immer hineinbezogen, das auch sehr wichtig ist, was der Trainer verlangt von einem Spieler. Das muss ich auch sagen, das macht der Trainer sehr gut. Der zieht uns Verletzten auch mit, dass wir halt sozusagen alle gemeinsam dasselbe denken, wie er spielen möchte. Und ich glaube, dass ich zur Länderspielpause wieder zurückkomme und dann schauen wir halt Step by Step dann weiter, wie es weitergeht. Scheuße hatte an sich eine längere Pause, der fehlt eigentlich seit Ende Mai, fällt er schon aus. Würde ich sagen, also es schaut jetzt mittlerweile gut aus. Auch er ist eigentlich ähnlich im Plan wie der Michael. Vielleicht eine Spur hinten von der Fitness noch. Das heißt, da ist das Ziel für mich Länderspielpause, dass er da einsteigen kann. Auch er macht Teile mit der Mannschaft und den Rest, wie gesagt, mit Metzen mit mir. Und ja, also es geht ums Körperliche hauptsächlich bei beiden noch, würde ich sagen.